Ja, liebe Freunde, ich freue mich, dass ich mich Ihnen hier heute als Ihr Direktkandidat vorstellen kann und Ihre zukünftige Stimme in Berlin. Wir wollten in die Bürgerhalle gehen, die hinter der Turnhalle hier ist, aber das hat uns der Verein für die Bürgerhalle, bestehend aus 7 Mitgliedern, davon 4 der CDU, letztendlich nicht genehmigt. So viel, liebe Bürger von Kall und der Gemeinde Kall, zur Demokratie hier in Ihrer Gemeinde. Wir erleben in diesen Tagen Regierungen von CDU und SPD und im Bund und in den Ländern, die vollkommen hilflos und orientierungslos unser wunderschönes Land in den Abgrund führen. Nehmen wir das Beispiel des G20 in Berlin, in Hamburg, Ihnen allen noch bewusst, nach den schlimmsten gewalttätigen Ausschreitungen von Linksextremisten, die Deutschland seit langem erlebt hat, hat der Bundesinnenminister nach über 8 Jahren des Zögerns und Zauderns die linksextremistische Internetplattform Indymedia verboten. Aber die Jugendorganisation der Grünen, die Grüne Jugend, hat sich mit diesen Verfassungsfeinden auf ihrer Website solidarisch erklärt. Und es kommt noch schlimmer. Diese Internetpräsenz wird anteilig aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefordert. Sie wissen, vormals Bundesministerin Frau Schwesig und jetzt Frau Barley, die SPD als ihre Generalsekretärin entfernt hat und ihr jetzt dieses Amt besorgt hat. Sie können diese Worte gut zusammenfügen. Und damit, meine Damen und Herren, haben Sie den Beweis, dass alle Altparteien unter eine Decke stecken. Die Grünen erklären sich mit dem Linksextremismus solidarisch und die CDU und SPD unterstützen diese Entwicklung finanziell. Das wird es mit der AfD nicht geben. Parteien wie die Grünen und die Linken, die den Linksextremismus unterstützen, müssen durch den Verfassungsschutz beobachtet werden. Auch von mir noch ein Wort zu den Medien. Wir müssen über die Rolle der Medien sprechen. Die Medien haben die Aufgabe, die Allgemeinheit mit Informationen zu versorgen, damit sich Bürger eigene Meinung bilden können. Wir erleben allerdings, dass unter dem Deckmantel der Pressefreiheit die Meinungsfreiheit unterdrückt wird. Wie sagte Sigmar Gabriel vor der Bundestagswahl 2013, es gebe jetzt das gemeinsame Ziel von SPD und Grünen, nicht nur die Regierung Merkel abzulösen, sondern rückstandsfrei zu entsorgen. Wird das Wort entsorgen durch einen AfD-Spitzenmann verwendet, geht ein Aufruhr der Entrüstung durch die Medien. Außerdem schließen sich in einer Polit-Talkshow vom ZDF Moderatoren und Vertreter der Kartellparteien zusammen und prügeln verbal auf die Spitzenkandidatin ein. Wir von der AfD können das ab. Wir sind gehärtet. Aber wir nehmen nicht auf diesem niedrigen Niveau teil. Pressefreiheit, meine Damen und Herren, ist in Deutschland zur Hofberichterstattung durch öffentlich-rechtliche Anstalten verkommen, die dazu noch jährlich über 9 Milliarden Euro zwangsfinanziert werden. Das wird die AfD nicht dulden. Wir wollen unabhängige Medien, wir wollen Medien, die zwischen Berichterstattung und Kommentierung unterscheiden. Wir wollen die Zwangsfinanzierung abschaffen. Wir wollen einen Bürgerrundfunk, der sich auf eine objektive Berichterstattung fokussiert.
mit einem Kontrollgremium, das durch freie und demokratische Wahlen vom Bürger bestimmt wird. Nur wir als AfD haben den Mut zur Wahrheit. Wir sprechen die Missstände an. Wir haben wirkliche Lösungen, weil wir unabhängig sind. Wir werden diesen Kartell der Altparteien in 12 Tagen in Berlin auf die Pelle rücken. Was Sie da drüben nicht wissen, ist, dass mich das so richtig heiß macht. Aber okay. Diese geschilderte orientierungs- und verantwortungslose Politik der Altparteien in Berlin hat aber auch unmittelbare Auswirkungen auf uns in unserem Bundesland und im Kreis Euskirchen. Die Kommunen werden im Stich gelassen. Im August haben die kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen in einem Brandbrief eine Presseerklärung veröffentlicht. Die Kommunen, dazu gehört auch Kall, sind mit mehr als 63,3 Milliarden Euro verschuldet, heißt es. Das betrifft vor allen Dingen den Sanierungs- und Modernisierungsstau. Das betrifft die Beteiligung des Bundes an den Flüchtlings- und Integrationskosten. Das betrifft die ausufernden Kosten der Kommunen im Sozialbereich durch Gesetzesbeschlüsse des Bundes. Die kommunalen Spitzenverbände in NRW beklagen, dass sie kaum Handlungsspielraum in den Kommunen haben. Die kommunalen Spitzenverbände fordern, die Investitionsfähigkeit der Kommunen zu stabilisieren. Flüchtlinge ohne Bleiberecht, hören Sie, die kommunalen Spitzenverbände fordern, Flüchtlinge ohne Bleiberecht konsequent zurückzuführen. Das wird die AfD aufgreifen. Die AfD wird die kommunale Selbstverwaltung stärken. Ist die kommunale Selbstverwaltung ein hohes Gut für alle Bürger, auch für die? Hier bei uns entscheiden die Bürger entsprechend ihrer regionalen und landsmannschaftlichen Zugehörigkeit, wie sie leben wollen. Das gilt es zu erhalten und zu bewahren. Dieses Land gehört nicht einer queren, bunten, grenzenlos offenen Machtelite in Berlin. Dieses Land gehört den Bürgern, die hier leben. Dieses Land gehört Ihnen. Allein an diesen Beispielen sehen wir, dass ein Machtkartell von Berufspolitikern in Berlin das Wohl des deutschen Volkes vollkommen egal ist. Da sagt, und wir haben schon gehört, eine Frau Merkel ganz offen, ihre Politik sei alternativlos und da meint damit, den Bürgern übers Maul fahren zu können. Meine Damen und Herren, ein alternativloses Regime hat es bereits zweimal im vergangenen Jahrhundert in Deutschland gegeben. Im Nationalsozialismus muss zwischen 1933 und 1945 und in der DDR bis 1989. Wenn diese alternative und alternativlose Politik proklamiert wird, dann frage ich mich, wo sind eigentlich die verbleibenden aufrechten CDU-Mitglieder und deren Anhänger? Wo gibt es noch die wertekonservativen Menschen der CDU? Sie können doch nicht alle gleichgeschaltet sein. Ich rufe alle CDU-Mitglieder auf, seien Sie nicht länger unglückliche Vasallen dieser Einheitspartei CDU. Bereiten Sie dem Treiben der Ein-Personen-Partei Merkel in Deutschland ein Ende. Stehen Sie auf, verteidigen Sie die Freiheit unseres Volkes, retten Sie unsere abendländische Kultur und unsere humanistischen Leitideen. Schließen Sie sich den Zielen der Alternative für Deutschland an. Helfen Sie uns, das Selbstbestimmungsrecht der Bürger in unserem Lande zu retten und zu bewahren. Und in Übertragung der Franzosen sage ich, Deutschland in Bewegung.
Nur die AfD kann diesem Spuk ein Ende bereiten. Wir werden mit einer starken Fraktion in Berlin die Verkrustung der herrschenden Clique beenden. Wir werden den Vorhang des Spektakels, das einem Sodom und Gomorra ähnelt, aufreißen und das Volk hinter die Kulissen schauen lassen. Mit uns, mit der AfD, ziehen Bürger wie Sie und ich in den Reichstag ein. Mit uns werden Menschen, die teilweise jahrzehntelang, wie ich, im Beruf gestanden haben und wissen, wovon sie reden, eine neue Politik in den Deutschen Bundestag bringen. Eine Politik von den Bürgern für die Bürger. Wir, die Alternative für Deutschland, dürfen uns zu Recht Volksvertreter nennen. Nur wir haben den Mut zur Wahrheit. Wir nennen denn die Dinge beim Namen und wir reden Tacheles. Reden, nicht pfeifen. Wir reden Tacheles. Für uns gehört die sogenannte Political Correctness auf den Müllhaufen der Geschichte. Wenn ich die Versäumnisse der Altparteien in Berlin anspreche und sie verändern will und dann als Rechtspopulist beschimpft werde, dann, meine Damen und Herren, dann bin ich sehr gern ein Rechtspopulist. Alle Bürger rückt das Thema Zuwanderung, auch wir werden das Thema Zuwanderung deutlich in den Vordergrund schieben. Deutschland ist bereits seit langem ein Zuwanderungsland, allerdings fehlt es an dem entsprechenden Rechtsrahmen. Wir wollen eine Zuwanderungspolitik, die Arbeitsmarkt-, Sozial- und gesellschaftsverträglich ist. Wir werden ein Modell, wie es in Kanada und Australien sich bewährt hat, in den Deutschen Bundestag einbringen. Die AfD steht für klare Regelungen. Ausländer, die über einen Staat der EU oder einen sonstigen Drittstaat einreisen, können sich nicht auf das Asylrecht berufen. Echte Flüchtlinge sind zu schützen, aber nur so lange, wie der Fluchtgrund besteht. Echten Flüchtlingen soll es in Deutschland nicht schlechter gehen als allen anderen Menschen in diesem Lande, aber auch nicht besser. Mit der AfD wird es alles dies nicht geben. Sozialleistungen dürfen nicht länger verteilt werden wie Kamelle zu Karneval. Wer nicht verfolgt wird, kann keinen Flüchtlingsschutz beanspruchen. Wer das Asylrecht schützen will, muss diesen Missbrauch stoppen. Natürlich werden wir uns auch um die vernachlässigte innere Sicherheit in unserem Lande kümmern. Wenn bisher Volksfeste in unserem schönen Land, nehmen Sie jetzt gerade Pützchensmarkt in Bonn, in unserem schönen Land geplant und organisiert wurden, dann gab es bisher immer nur ein Thema. Wie wird das Wetter? Heute müssen Sicherheitskonzepte mit der Polizei erarbeitet, private Sicherheitsdienste engagiert und Betonwände errichtet werden. Soll so die Zukunft in Freiheit aussehen? Nein, mit der AfD wird es das nicht geben. Wir werden kontrollieren, wer in unser Land kommt. Sogenannte Gefährder gehören beobachtet, nicht beobachtet, sondern ausgewiesen oder weggesperrt. Ausländer, die straffällig werden, haben ihr Gastrecht verwirkt und müssen unser Land verlassen. Unsere Sicherheitsorgane brauchen unsere Unterstützung und eine bessere Ausstattung. Und Angriffe auf Menschen, die uns allen helfen, wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungssanitäter, müssen konsequenter geahndet werden. Wir können natürlich nur dann die innere Sicherheit wiederherstellen, wenn wir auch eine funktionierende Rechtsprechung haben, die Maßnahmen unserer Polizei flankierend unterstützt und das Gewaltmonopol des Staates garantiert.
Wir brauchen Staatsanwaltschaften, die dafür sorgen, dass bei Rechtsbruch auch konsequent geahndet wird. Das gilt für massenhaften Asylmissbrauch genauso wie für die organisierte Kriminalität. Der Deutsche Richterbund beklagt, dass die Gerichte jetzt und auf absehbare Zeit durch Asylverfahren überfordert sind. Das wird es mit der AfD nicht geben. Nur wir haben den Mut zur Wahrheit. Und weil wir den Mut zur Wahrheit haben, sagen wir auch ganz klar, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Zwei Drittel aller Asylbewerber sind Muslime. 80% aller Asyleinwanderer sind ausstehende junge Männer. Wie sagte Altkanzler Helmut Schmidt bereits 2008, wer die Zahlen der Muslime in Deutschland erhöhen will, nimmt eine zunehmende Gefährdung unseres inneren Friedens in Kauf. Das kann er jetzt sehen. Der Islam akzeptiert unsere Rechtsprechung nicht und er unterscheidet auch kein weltliches und religiöses Recht. Allerdings hat das Recht für uns, das Recht auf freie Religionsausübung, genau dort seine Grenzen, wo unsere Rechts- und Gesellschaftsordnung entsprechende Grenzen setzt. Wir wollen kein Schächten von Tieren, wir wollen keine Kinderehen und wir wollen keine Gesichtsverhüllung in unserer freiheitlichen Gesellschaft. Alles das wird es mit der AfD nicht geben. Wir wollen selbst entscheiden, wer zu uns kommt. Qualifizierter Zugang, nur nach Bedarf. Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft. Wir wollen unsere nationale Souveränität bewahren. Wo wir schon beim Thema Souveränität nochmal sind, die AfD will ein geeintes Europa, aber keine Zentralverwaltungswirtschaft durch Brüssel. Großbritannien hat den Austritt aus der EU beschlossen und die Europäer sind erschüttert. Das darf doch nicht wahr sein. Das werden die Briten noch bereuen und von bodenloser Dummheit ist da die Rede. Aber was ist denn eigentlich passiert? Die Briten sind nicht die ersten EU-Bürger, die feststellen, dass die Illusion von einem gleichgeschalteten Europa nicht funktioniert. Aber sie sind die Ersten, die daraus die richtige Konsequenz ziehen. Europa, das ist der Versuch aus Finnen und Griechen, aus Deutschen und Rumänen, aus Iren und Zyprioten ein einig Volk zu schmieden. Welch Überraschung, dass dieser Versuch nach hinten losgeht. Mit der AfD wird es ein weiter so nicht geben. Wir wollen die Staatssouveränität wiederherstellen. Wir wollen klar definierte Wirtschaftsräume, kein Beitritt der Türkei zur EU und sofortiges Ende aller Beitrittsverhandlungen. Die AfD fordert auch Schluss mit dem Experiment Euro. Der Euro und die europäische Finanzpolitik sind gescheitert, meine Damen und Herren. So lässt sich das derzeitige Desaster an den Finanzmärkten erklären. Wir sind der Zahlmeister, frei nach dem Motto, alles jubelt, alles strahlt, Deutschland zahlt. Nicht mit uns. Deshalb sagt die AfD, wir müssen raus aus der Eurozone und zwar so schnell wie möglich. Über soziale Gerechtigkeit wird in diesen Tagen viel gesprochen. Ein kleiner Begriff, aber mit großer Sprengkraft. Soziale Gerechtigkeit existiert de facto nicht mehr. Wir benötigen wieder dringend eine finanzielle Solidarität. Der arbeitet, muss mehr in der Tasche haben, als derjenige, der ausschließlich von staatlicher Unterstützung lebt. Wer mehr Beitragsleistung in die Rentenkasse eingezahlt hat, muss auch im Alter mehr bekommen. Das ist soziale Gerechtigkeit. Die AfD will die Eigenverantwortung
jedes Einzelnen wieder stärken. Weg von der Rundumversorgung. Hartz IV darf nicht zum selbstverständlichen Familienmodell werden. Wir wollen eine aktivierende Grundsicherung, nach der trotz Hartz IV abgestuft hinzuverdient werden kann. Für uns gilt, das Wohl eines Staates hängt ausschließlich von dem Wohl des Einzelnen ab. Ein Schlusssatz von mir oder ein Schlussakkord noch zur Sicherheitspolitik. Deutschland hat sich Anfang 2016 zum Vorreiter einer Sanktionspolitik gegen die Russische Föderation gemacht und ist dabei willenlos den außenpolitischen Interessen der USA gefolgt. Die AfD sagt, unsere Außenpolitik muss sich an den deutschen Interessen ausrichten. Wir sind eine bedeutende Wirtschaftsnation in der Welt und haben mit unserer zentralen geopolitischen Lage in Europa ein Interesse daran, zu allen Staaten gute Beziehungen zu pflegen und das friedliche Zusammenleben der Völker zu fördern. Dazu gehört vorrangig auch die Russische Föderation. Die AfD will die Ende der 90er Jahre aufgenommenen Partnerschaften mit Russland wieder mit Leben füllen. Die AfD steht zu unseren Bündnisverpflichtungen. USA sind unser wichtigster Handelspartner und Bündnispartner. Die zunehmende Fokussierung der USA auf den pazifischen und ostasiatischen Raum erfordert aber eine autonome Sicherheitsstrategie. Die AfD will deshalb den europäischen Pfeiler in der NATO stärken und außerdem der eigenständigen Landesverteidigung größere Bedeutung beimessen. Die AfD fordert eine nationale Sicherheitsstrategie mit einer jährlich stattfindenden Debatte zur deutschen Sicherheitspolitik im Bundestag sowie einer entsprechenden Regierungserklärung des Bundeskanzlers. Das deutsche Volk muss über das Parlament oder direkt mitbestimmen. Außen- und Sicherheitspolitik ist keine Geheimdiplomatie wie zu Zeiten der DDR. Deutschland ist nach Aussage von Merkel nicht in der Lage, seine eigenen Grenzen zu schützen. Das ist ein Offenbarungseid der Regierung Merkel. Meine Damen und Herren, sieht so eine Politik von angeblich Verantwortungsträgern aus, entspricht das dem Amtseid, mit aller Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden? Nein, verantwortungsvolle Politik zum Wohle des deutschen Volkes sieht anders aus. Deutschland muss als souveräner Staat die Fähigkeit besitzen, sich gegen jedwede Bedrohung von außen zu schützen. Die AfD fordert daher die Rückkehr unserer Streitkräfte zur Einsatzbereitschaft. Dazu sind umfangreiche strukturelle und materielle Veränderungen unabdingbar. Die Bereitschaft zur Landesverteidigung muss aber auch in den Köpfen und im Herzen der deutschen Bürger verankert sein. Nur die allgemeine Wehrpflicht verwurzelt die Streitkräfte in der Gesellschaft. Die AfD fordert die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Zukunft braucht Sicherheit, meine Damen und Herren. Zukunft braucht klare Regelungen. Die AfD steht für diese Zukunft. Wir legen nicht Missstände offen, sondern wir zeigen Lösungen auf. Wir wollen ein liebenswertes Deutschland. Wir wollen stolz sein auf unsere Geschichte, unsere Tradition, unsere Brauchtümer und unsere Heimat. Dahin werden die auch noch kommen. Wir sind die Realisten. Wir haben den Mut zur Wahrheit. Und mit uns werden die Bürger unseres schönen Landes wieder Zuversicht verspüren. Wir wollen als Nation und souveränes Land in Europa in Frieden und Eintracht mit unseren Nachbarn leben. Wir wollen Politiker, die die Interessen des deutschen Volkes vertreten und zum Wohle des deutschen Volkes handeln. Wir wollen keinen Politiker, vergleichbar Martin Schulz, der von sozialer Gerechtigkeit redet
und sich jahrelang die Taschen mit EU-Steuergeldern in Millionenhöhe vollgeschaufelt hat. Solche Politiker sind eine Schande für Deutschland. Wir wollen keine Politiker vergleichbar, Frau Merkel, die selbstherrlich einen Atomausstieg entscheidet, Hunderttausende Menschen unkontrolliert und illegal an einer Parlamentsentscheidung vorbei in unser Land lässt und damit Terror und Kriminalität begünstigt. Solche Politiker sind eine Gefahr für Deutschland. Wir wollen keine Politiker wie Frau Wagenknecht, die vorgibt, für die kleinen Menschen da zu sein und in Wirklichkeit als die Linke, die selbsternannte Rechtsnachfolgerin der SED ist, die einen Schießbefehl zugelassen hat, der deutsche Bürger auf beiden Seiten der innerdeutschen Grenze zu Hunderten getötet hat. Solche Politiker verkörpern die dunkelste Seite einer Diktatur. Wir wollen keine Politiker wie die Grünen-Chefin Peter, die übel gegen die Kölner Polizei hetzt, wenn unsere Beamten unter Gefahr der Unversehrtheit uns vor erkannten nordafrikanischen Intensivtätern in Schutz nehmen. Solche Politiker stehen für grün-fundamentalistisch realitätsferne Unterhöhlung unseres Rechtsstaates. Wir wollen keine Politiker wie Frau von der Leyen, die Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt sind, die wissen nicht, was das ist, die Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt sind, haben über unsere Bundeswehr allen Soldaten Haltungsprobleme vorwirft, um im Falle eines rechtsextremistischen Vorwurfs in der Bundeswehr den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Solche Politiker verkörpern Verantwortungslosigkeit pur. Wir wollen erst recht keine Politiker wie Lindner. Sie wissen, das ist diese Ein-Mann-Partei. Wir wollen erst recht keine Politiker wie Lindner, die ohne standfeste Programmatik durch die Lande reisen und der Beliebigkeit wegen in Schleswig-Holstein eine Jamaika-Koalition gut finden, in Nordrhein-Westfalen schwarz-gelb, Hauptsache Teil der Beutegemeinschaft sein und an die Fleischtöpfe der Macht. Dabei sofort wieder auf dem Weg, wenn die Wagenschlüssel der Ministerkarossen in Berlin klingeln. Solche Politiker sind Opportunisten in Reinkultur und stehen für Gewissenlosigkeit. Nur die Alternative für Deutschland steht für den Mut zur Wahrheit. Unser Programm und unsere Ziele richten sich an den Menschen, richten sich an den Interessen der Menschen in Deutschland aus. Wir stehen für Berechenbarkeit. Wir wollen eine souveräne Nation, das ein friedliches Miteinander der Staatengemeinschaft fördert und das im Spagat zwischen der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten aus Amerika uns aus der Isolation herausführen wird. Am 24. September haben Sie das Wort, meine Damen und Herren. Dann entscheiden Sie über den politischen Kurs in unserem Land. Werden Sie der herrschenden politischen Kaste der Altparteien erlauben, die Abwärtsspirale weiter zu verwalten? Nein, das werden Sie den Altparteien nicht erlauben. Am 24. September entscheiden Sie über unser aller Schicksal. Zeigen Sie den Chaosverwaltern in Berlin, in der Regierungskoalition, die rote Karte. Wählen Sie die Erneuerung, wählen Sie die Alternative für Deutschland und mich als Ihre Stimme in Berlin. Unsere Zukunft braucht Sicherheit. Sie haben es in der Hand, Deutschland in Bewegung. Am 24. September bis 18 Uhr wählen gehen und danach holen wir uns unser Land zurück. Danke.